die schlichte erste Frage, warum sind Gewalttäter gewalttätig? Wenn man sich da reinkniet, dann sieht man, es gibt nicht den Gewalttäter, sondern es gibt mindestens drei, zum Teil ganz unterschiedliche Typen von Tätern. Natürlich sehr viel mehr, aber wenn man sie überhaupt minimal einteilen will, dann kommt man zu dreien. Einmal das, was man etwas willkürlich, aber doch nicht ohne ganze Berechtigung, instrumentelle Gewalttäter nennen können, das sind etwa 30%. Dann die große Gruppe der impulsiv-reaktiven Gewalttäter und dann die kleine Gruppe, vielleicht noch sehr viel weniger, die proaktiv-psychopathischen Gewalttäter. Das werde ich gleich natürlich erläutern. Wir reden, oder ich rede im Folgenden, über die Intensivstraftäter. Dabei gilt ganz Pi mal Daumen, 10% dieser Straftäter begehen 90% der Gewaltstraftaten. Wir haben eine riesige Rückfallquote, 90% und noch mehr. Und über die 90% brauchen wir gar nicht zu reden, die kommen einmal ins Gefängnis und diese soziale Herabwürdigung ist so stark, dass sie das nie wieder tun. Aber wir reden über die, die auch als 18-Jährige, 17-Jährige, die John Haynes und ich und andere untersuchen in Berlin, die wirklich schon als 17-Jährige eine lange Latte an Straftaten, Körperverletzung, Totschlag und so weiter haben. Um die geht es erstmal. Die instrumentellen Gewalttäter sind die, von denen ich sagen würde, die sind psychisch völlig normal. Die sind aber in einer Umgebung aufgewachsen, in der sie eines gelernt haben, ich muss Ellbogen rausfahren, ich muss gewalttätig sein, sonst gehe ich unter. Diese Menschen, diese instrumentellen Gewalttäter, die eine große Gruppe ausmachen, das ist natürlich ein fließender Übergang zu der nächsten Gruppe, die sind schwierig zu behandeln, weil ihnen ein Unrechtsbewusstsein völlig fehlt. Die haben nur gelernt, so verhält man sich, wenn man vorwärts kommen will und wenn sie ins Gefängnis kommen, lernen sie das nochmal. Da kommen sie raus und lernen es wieder und so weiter. Das heißt, das hat sich ganz tief in sie eingeschliffen und deshalb ist nur, wenn überhaupt, ein langanhaltendes Antigewalttraining. Aber wenn man in deren Gehirn guckt, dann wird man erstmal nicht viel oder gar nichts finden, weil die keine schweren psychischen Defizite haben, die man sehen könnte oder deren Analoga man sehen könnte, sondern die sind falsch konditioniert, wie wir hoffentlich gut konditioniert wurden. Die größte Gruppe sind die impulsiv-reaktiven Gewalttäter. Das sind die Gewalttäter, die nicht immer gewalttätig sind, sondern ab und zu und die dann immer wieder vom Kadi stehen und dann immer wieder dasselbe sagen. Ja, ich war ganz friedlich, gehe da die Straße entlang, kommt mir einer entgegen, guckt mich an, denke, der haut mir gleich eine in die Fresse, muss ich mich doch wehren, Herr Vorsitzender. Völlig klar, dass das dann mein Freund war oder dass der nichts wollte, dafür kann ich nichts. Das ist also absolut Standard. Immer, ich gehe da entlang, denke nichts, guckt mich einer an, guckst du und schon hauen sie rein. Proaktiv eigentlich, aber sie sind impulsiv reaktiv, weil sie sich bedroht fühlen. Das Interessante ist, sie zeigen häufig eine oberflächliche Reue. Ich wollte das nicht, sie schlagen auch ab und zu ihren Freund oder ihre Freundin halb tot. Aber die versuchen zugleich ihr Verhalten zu rechtfertigen. Eben, wie ich sagte, da kam drohend auf mich zu, da musste ich mich doch wehren. Und bei denen kann man durch Training und Therapie zum Teil gute Effekte erzielen, weil man weiß, wo man ansetzen muss. Es gibt ein Zeitfenster, in dem die allermeisten männlichen Teile der Bevölkerung deutlich aggressiver werden. Kleinkriminell, prügeln und so weiter. Das beginnt hier so mit dem 12. Lebensjahr, dann kommt ein Peak zu 60-70% und dann fällt es wieder runter. Das ist völlig normal und findet sich im Großteil der Säugetiere, natürlich auch bei unseren nächsten Verwandten. Das ist ziemlich überdeckungsgleich mit der Pubertät. Und das war früher, zu unserer Schulzeit war das klar, dass man sich hier auf dem Schulhof balgte, sich blutige Nasen holte und kein Lehrer wäre da eingeschritten. Das Junge macht sowas. Heute sieht man das etwas anders, aber die große Kunst der Kultur, aber auch des Gehirns ist, dass es wieder runtergeht.
So mit 17, 18, 20, da hat man die Hörner sich abgestoßen, dann sind auch diese Disziplinärmaßnahmen der Gesellschaft, die greifen dann und dann wird man friedlicher, wahrscheinlich auch hormonell wird man friedlicher, so ganz langsam. Und zusammen mit dem, was ich gerade erzählt habe, ist es wichtig, das ist wesentlich hormonell bedingt bei den Männern. Bei den Frauen geht es auch ein bisschen hoch, aber viel, viel flacher, aber immerhin, es geht auch hoch. Und das Kulturelle, das entscheidet, wie schnell es runtergeht. Und alle Kriegslüsternen und alle totalitären Staaten auf der Welt setzen genau hier an. Die holen sich die 15-, 16-Jährigen und sorgen dafür, dass das nicht oder nur langsam runtergeht. Das ist der gesellschaftliche Einfluss. Man gibt denen eine Kalaschnikow und plötzlich leuchten die Augen und man ist ein Erwachsener. Das Normale ist, dass es langsam runtergeht. Unsere Kulturleistung ist, dass es schnell runtergeht und die aller militaristischen und diktatorischen Systeme setzen genau hier an und sehen zu, dass es zumindest bis zum 40. Lebensjahr relativ oben bleibt und dann haben auch die 40-Jährigen keine Lust mehr, Krieg zu spielen. Das ist aber normale Biologie. Nicht normal ist, dass es hier eine kleine Gruppe von ziemlich genau 5%, 4-6% gibt, die sehr viel früher anfangen, schon mit 3-4 Jahren, die natürlich in dem Huppel drin sind, aber es geht bei ihnen nicht runter, wenn sie das rauszeichnen würde, sondern es bleibt. Die fangen also früher an und persistieren ihr Leben lang. Das ist zumindest das idealtypische Modell von Caspi und Moffitt. Das muss man inzwischen etwas korrigieren. Neben diesen Early Starters und Persisters gibt es späte Beginner und frühe Aufhörer. Also es ist viel komplizierter, aber in der Masse ist das das Problem. Und unsere jugendlichen Schwerkriminellen, die fangen fast alle sehr früh an, das heißt im Kindergarten. Das ist das Problem. Und jetzt gucken wir mal, was ist mit denen, die viel früher anfangen und die, wo es nicht runtergeht oder nur langsam runtergeht. Bei allen geht es etwas runter, die werden alle friedlich, wenn sie 35, 40 werden, aber es ist sehr viel höher als bei uns Normalen. Was findet man da? Da findet man durchweg diese Liste, dass es kognitive und emotionale Defizite gibt. Man findet eine motorische Hyperaktivität, die es schwierig macht, zum Beispiel bei den ADHS-Kindern diese zwei Gruppen zu unterscheiden. Haben die ein Aufmerksamkeitsdefizit plus eine Hyperaktivität oder sind die impulsive Gewalttäter späterer Jahre? Das ist sehr schwer, das auseinanderzuhalten. Früher dachte man, alle ADHS-Kinder sind auf dem Trip, Gewalttäter zu werden, aber es scheint so zu sein, dass es zwei Ausprägungen gibt, die man aber am Anfang nicht gut auseinanderhalten kann. Insofern ist es sehr wichtig, ADHS weiter zu studieren. Das zweite ist eine Fingerhinder, der Affekt- und Impulskontrolle, darauf gehe ich gleich kurz ein. Gefühl der Bedrohtheit, ganz typisch, wie ich geschildert habe. Dann kognitiv-emotionale Defizite und mangelnde Empathiefähigkeit. Ganz krass, ein schmaler Sektor von Defiziten. Und schließlich ein mangelndes Selbstvertrauen, was bestimmte Ursachen hat. Das heißt, diese Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, die haben ein sehr geringes Selbstvertrauen. Was man feststellt, wenn man die physiologisch untersucht, das ist weltweit gemacht worden, kriegt man heraus, diese impulsiv reaktiven Gewalttäter haben eine erhöhte Angst, eine erhöhte Furcht. Sie haben erhöhte vegetative Reaktionen. Wenn irgendwas passiert, dann sind die gleich auf 180. Bei bedrohlichen Reizen, bei anderen positiven Reizen können die völlig normal sein. Deshalb haben sie eine erhöhte Aktivität des Zentrums, was wir gleich noch sehen werden, wo unter anderem diese Furcht- und Angstreaktionen gesteuert werden. Ich will nicht sagen, dass die da sitzen, das ist unangemessen. Und sie haben charakteristisch eine verminderte Aktivität der Zentren im Stirnhirn, die bei uns dafür da sind,
diese Angst, diese Bedrohtheitsgefühl und damit auch die reaktive Gewalt zu dämpfen. Das findet man. Und wenn man jetzt bei denen in der Jugend guckt und wenn man da physiologische Messungen macht, dann findet man, dass diese Menschen ein schweres Defizit in mehreren basalen psychoneuronalen Systemen haben, dem Stressverarbeitungssystem, dem Noradrenalin-Cortisol-System, besonders aber dem serotonergen Beruhigungssystem. Das Serotonin ist ja keine Glücksdroge, wie überall steht, sondern dient der Selbstberuhigung, ist eher das Kommando, tu nichts, warte ab. Das ist im Wege überwiegend das Serotonin. Und als Folge, wie ich kurz erläutern werde, ein schweres Defizit des Impulshemmungssystems. Aber der enge Zusammenhang, das müssen Sie kapieren, ist zwischen Bedrohtheitsgefühl, die Welt ist bedrohlich, und einem defizitären Regulationssystem, ob man diese Bedrohung aushalten kann oder nicht. Und wenn die Bedrohung, so ist eine Theorie, übermäßig wird, dann wird man entweder schwer gewalttätig, aggressiv oder man fällt in tiefe Depression, weil sie eher sowieso zwecklos ist, sich zu wehren. Also Depression könnte bei einer Reihe von Menschen sozusagen der letzte Zustand sein, da verliert man das Interesse an der Welt, während die Aggressiven sozusagen noch gut drauf sind, die externalisieren ihre tiefe Beunruhigung. Das könnte so sein. Das heißt, man findet einen engen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Serotoninspiegel und hoher Gewalttätigkeit. Und man erklärt das dadurch, dass bestimmte Aspekte von Serotonin über komplizierte Regelsysteme, die ich ganz kurz erläutere, einem sagen, reg dich nicht auf, es ist nicht so schlimm. Oder wenn man sich aufregt, das Stresssystem, das dann heißt, bitte reg dich wieder ab. Ist da ein Fahrstuhl und da kommen drei hochgewachsene, wie Schläger aussehende Typen rein und dann hat man erstmal Angst und dann sagt unser System, reg dich ab. Aber der, der einen niedrigen Serotoninspiegel hat, der würde zuschlagen, auch wenn er keine Chance hat. Anlage oder Umwelt, ist Verbrechen angeboren, Gewaltverbrechen? Das ist eine Frage, die seit Jahrhunderten diskutiert wurde, die man aber heute Pi mal Daumen ganz gut beantworten kann. Es gibt keine Verbrechergene. Es gibt eine Menge, es gibt eine gewisse genetische Grundlage, die kompliziert ist und die nicht mit Verbrechen zu tun hat, sondern mit diesen Cortisolsystem, dem Stressverarbeitungssystem, insbesondere dem Serotoninsystem und als Folge davon mit allen anderen Systemen, Empathie, Bindungsdefizite und so weiter als Folge. Und das sind viele Gene. Außerdem gibt es eigentlich nicht defizitäre Gene, sondern was gestört ist, sind die Mechanismen, die diese Gene auslesen. Die epigenetischen Mechanismen. Die sind in aller Regel gestört. Und da gibt es Abweichungen, die wir alle haben, beim einen mehr, beim anderen weniger, und die aber auch nur relevant werden, wenn jetzt aus der Umwelt in früher Kindheit in einem Fenster der Verletzbarkeit schlimme Dinge passieren. Das heißt, es sind genetische Prädispositionen da, schwacher Art, ob die überhaupt eine Rolle spielen, hängt davon ab, was jetzt vorgeburtlich über die werdende Mutter oder früh nachgeburtlich und dann abklingend in spätere Kindheit passiert. Und das sind genau die Mechanismen, an denen die Traumatisierung einsetzt. Vorgeburtlich über das, was die werdende Mutter an Schrecklichem erlebt, wird zum Beispiel das Stressverarbeitungssystem, was im ungeborenen Kind noch völlig unreif ist, aber über das Gehirn der Mutter auf das eben das Gehirn des ungeborenen Kindes ist, ein völlig schutzloses Stressverarbeitungssystem, was noch ausreifen muss. Genauso das Serotoninsystem, was auch vorgeburtlich angelegt wird, aber schutzlos ist. Und sozusagen die Anwesenheit der Mutter mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr nach der Geburt noch da sein muss, weil diese Systeme schutzlos sind. Und wenn da über die Mutter vorgeburtlich, und die Korrelationen mit schwerer Persönlichkeitsstörung sind außerordentlich hoch, wenn man das überprüft, und natürlich früh nachgeburtlich. Also man weiß ziemlich genau,
warum diese Systeme gestört sind und was die Folgen sind. Und dass die Frage, ist es Anlage und Umwelt, obsolet ist. Es ist Anlage und Umwelt, obwohl, das sage ich als Biologe, die Umwelt in diesem Bereich, nicht bei Intelligenz, sondern in diesem Bereich eine viel höhere Rolle spielt als die Anlage. Das sind die berühmten Genpolymorphismen, die wir alle haben, aber einige mehr, einige Defizite, da gibt es eben ganz verschiedene Arten, die untersucht sind, so Vorstufen von Serotonin, Transportergen, die Rezeptoren, Katechol, Methyltransferase gehen und alles, also alle dieser ganze Komplex, der dafür sorgt, dass das Serotonin und anhängende Prozesse gut arbeiten. Und das hat grundlegend mit der Frage zu tun, wie gehe ich mit Bedrohung in der Umwelt um? Das beginnt vorgeburtlich und das reift nachgeburtlich im ersten Lebensjahr aus, bevor es langsam robust wird. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, wie wichtig die Fürsorge der primären Bezugsperson im ersten Lebensjahr ist, sagen wir physiologisch, nicht nur psychisch. Wenn man gesunde Gene hat, dann kann viel passieren. Umgekehrt ist auch nicht so, wenn man da diese Polymorphismen hat, dass man da deshalb zum Schwerverbrecher würde, sondern es kommt auf die Kombination an und auf das Zeitfenster, das relativ eng ist. Und dieses Transportergen ist daran beteiligt, dass erhöhte Angststörungen, Depressionen und reaktive Gewalt als Folge eines erhöhten Bedrohtheitsgefühls vermindert Impulskontrolle auftreten. Also, wenn jemand diese Polymorphismen hat, dieser bestimmten defizitären Art, dann sind Umweltereignisse, die bei normalen Zuständen nicht viel tun würden, sind bedrohlich. Und umgekehrt. Und das erklärt die Befunde, die scheinbar rätselhaften Befunde, ja, der ist doch völlig normal aufgewachsen. Der hat das erlebt, was viele Kriegs- und Nachkriegskinder erlebt haben. Also da müssen ja alle Deutschen verrückt sein. Da kommt es darauf an, was ist mit seinen Polymorphismen. Und umgekehrt, ja, der ist doch toll aufgewachsen, umsorgt und so weiter. Und alle diese Kombinationen, die werden enträtselt, wenn man sieht, wie Anlage und Umwelt ineinander gehen. Das ist nicht ganz genau verstanden, aber so ganz grob stimmt das mit Sicherheit. Hier gibt es eine berühmt gewordene Untersuchung von Caspi und Moffitt und vielen anderen, die die Dunedin-Studie in Neuseeland gestartet haben, indem sie etwa 1000 junge Mädchen untersucht haben, über 25 Jahre, inzwischen schon länger, und einfach geguckt haben, was wird aus denen. Wie starten die und wie enden die 25 Jahre später? Kann man was sehen, was die werden, ob die Verbrecher werden, ob die normale Menschen werden, ob die Kaufleute werden oder Universitätsprofessoren, was auch immer. Das sind diese großen Langzeitstudien, die es auch inzwischen in Deutschland gibt. Und das hat man gemacht. Und dann kam vor 8, 9 Jahren Weinberger und all die Leute mit diesen Polymorphismen. Und das kann man heute ganz gut über Blood Samples feststellen. Und dann kam Caspi und Moffitt, Mensch, da können wir doch nachgucken, ob die, die später antisoziales Verhalten verschiedener Art hatten, ob die diese Gendefizite oder diese Genexpressionsdefizite hatten. Und dann sind sie fündig geworden. Und das zeigt sich, dass genau die Kombination eines Defizits hier bei der Monoaminoxidase, das hat mit Serotonin, Dopamin und anderen zu tun, also eine Vorstufe von Serotonin, Stoffwechselvorprodukt, nur dann zu Verhaltensauffälligkeit, Straffälligkeit, Gewaltbereitschaft, antisozialen Persönlichkeitsstörungen führt, wenn die Kinder frühkindlich misshandelt wurden. Dann war das signifikant und dann stieg das enorm an, wenn also die Genexpression dieser Vorstufe oder dieses Enzyms niedrig war, dann war die Gewaltbereitschaft enorm hoch, auf Doppelte oder mehr als Doppelte. Und diese Dinge haben sich inzwischen sehr verstärkt. Das ist nicht 0 auf 100, aber mehr als das Doppelte. Und da sehen Sie, wie diese genetische Prädisposition, die Vulnerabilität, sich verkettet mit frühkindlicher Traumatisierung. Und bei der frühkindlichen Traumatisierung geht es im Wesentlichen um schwere Vernachlässigung, um körperliche Misshandlung und um sexuellen Missbrauch.
Jetzt fragen wir uns, was hat das für Folgen? Und eine ganz wichtige Folge einer mangelnden Serotonin-Tätigkeit ist, dass in diesem Teil, dem orbitofrontalen und in dem ventromedialen Kortex, diese Serotonin-Andockstationen, die Rezeptoren, aber auch die Innervation, dich nicht ausbildet. Und zwar deshalb, weil das Stressverarbeitungssystem, das Cortisolsystem, defizitär ist, also überhöht ist. Und als Folge davon wird die normale Anlage von Serotoninrezeptoren verhindert. Und es ist das Gleiche passiert im sogenannten Hippocampus. Aber hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir bei allen schweren Gewalttätern entweder eine anatomische Schädigung finden oder eine physiologische, die man so nicht sieht. Aber wenn man das dann überprüft, wie ist die Serotonin-Ansteuerung dieses wichtigen Teils von unserem Gehirn, dann wird man fast immer fündig. Nämlich dieser Teil, der ist der Teil unserer Sozialisierung bei der Impulskontrolle. Hiermit lernen wir ganz langsam, dass wir unseren egozentrischen Impulsen nicht nachgeben. Das reift ganz langsam und die Fachleute wissen, dass dies der Teil ist, der eigentlich erst mit 16, 18, 20 Jahren oder später im Gehirn ausreift. Das ist der Teil, der am spätesten ausreift. Wenn der Mensch zur Vernunft kommt, kleine Kinder sind sehr impulsiv, ganz langsam müssen sie lernen, in der Schule stillzusitzen, das ist noch, und das geht über die nächsten 10, 15 Jahre, ganz langsam und immer mehr lernen wir nicht zuzuschlagen, insbesondere nicht, wenn es riskant ist. Da schlägt man eher zu, wenn es sich lohnt. Und dann lernt man vielleicht zusätzlich noch, also man soll es eigentlich überhaupt nicht tun. Aber zuzuschlagen, was unsere Gewaltkriminellen tun, da kommt so ein Schrank und sie schlagen trotzdem zu. Weil die Amygdala, ich sage das sehr verkürzt, sagt, hau zu, und der Frontalkortex sagt nicht, lass es ist zu riskant. Aber auch, lass es gehört sich nicht. Hör auf. Das ist also eine Sache, die man erst kürzlich entdeckt hat, dass das Serotonin, das verminderte Serotonin hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dass anatomische Defizite hier ganz dramatisch bei so einem Schwerverbrecher, aber auch physiologische Defizite, wie ich sie gerade geschildert habe, einen dramatischen Auswirkung haben, indem sie nämlich nicht imstande sind, die Amygdala zu kontrollieren. Die Amygdala macht sehr viele verschiedene Dinge, aber unter anderem sagt sie uns auch, Impuls, hau zu oder denk an dich, sozusagen das Kleinkind in uns, das eben keine Impulshemmung kennt. Und Erziehung ist in einem gewissen Maße ein Abbild der Fähigkeit dieser Zentren, besonders dieses unteren Stirnhirns, die Amygdala, in den Griff zu bekommen. Es sind inhibitorisch wirkende Bahnen. Die Bahnen selber sind zwar excitatorisch, aber sie wirken auf inhibitorische Neurone in der Amygdala, wie man inzwischen weiß. Und wenn man das durchtrennt, kann man über Nacht zum Gewaltverbrecher werden. Es gibt ja die Fälle durch Unfall oder durch sonst was, das ist ja ganz berühmt bei Damasio, der Phineas Gage, oder auch, ich habe das selbst in meiner eigenen erweiterten Familie erlebt, bei der Mutter meines Schwagers, Schlaganfall genau hier, und die wurde über Nacht von einer absolut liebenden Mutter von 6 Kindern zu einem jähzornigen, unleidlichen Menschen, bettlägerig, hat 10 Jahre lang die Familie schikaniert. Durch einen Schlaganfall, genau hier. Das ist dramatisch, aber das ist jetzt nicht der Beweis des Biologismus, sondern man muss wissen, dieser Teil, der untere Stirnhirn, ist mehr als alles andere im Gehirn von der Umwelt geprägt. Nämlich der Einfluss, das Einwachsen der Serotoninfasern, ist von der Traumatisierung oder der Normalität der Entwicklung in frühester Jugend streng abhängig. Hier manifestiert sich Erziehung. Ja, natürlich ist auch Biologie dabei, aber Stress und Herausforderung und zum Beispiel eine depressive Mutter, was eine der schlimmsten Dinge ist, die einem passieren kann,
All diese negativen Faktoren, die regulieren hier die Wirksamkeit. Und wenn man eben Pech hat, dann ist das hier, ist die Kontrollfunktion nicht vorhanden, dann ist die Impulshemmung nicht da. Hier haben wir den Bösewicht, der natürlich eigentlich kein Bösewicht ist, die Amygdala, der Mandelkern macht viele wunderbare Dinge, auch positive, aber da sitzt das egozentrische Impuls in uns drin, unter anderem. Also was die Amygdala wirklich tut, weiß so recht niemand in Gänze, aber einige Dinge sind völlig klar, nämlich es ist das Zentrum für emotionale Konditionierung, für furchtgeleitete impulsive Reaktionen, aber auch die, auf die wir konditioniert werden. Ganze Teile, der sogenannte basolaterale Anteil der Amygdala, ist der, der konditioniert wird. Es gibt andere Teile, die gehören eher zum Hypothalamus. Hier findet auch Erziehung statt, und zwar aber ganz früh, in den ersten drei Lebensjahren. Und dann versucht der orbitofrontale Kortex, die Amygdala in den Griff zu bekommen. Hier ist also das Kleinkind und ganz platt gesagt, im Kortex sitzt dann der vernünftige Jugendliche, hoffentlich. Was ist jetzt mit den ganz Bösen? Was ist mit diesen Menschen? Ist das ein abgrundtief böser Mensch oder ein psychisch schwerkranker? Diese Frage ist intensiv untersucht worden, auch von großen Geistern wie Otto Kernberg und so, die sich wirklich auskennen mit Psychopathie. Aber es ist immer noch die Frage, trifft das immer zu? Nun, was Psychopathie ist und wie sie definiert wird, ist eine schwierige Sache, aber so die Checkliste ist bei verschiedenen Ausgaben nicht ganz der Checklisten ganz abweichend. Und man kann bei den Psychopathen, also bei den ganz Bösen, die ja auch oft nicht im Gefängnis sitzen, sondern woanders sitzen, den Faktor aggressiver Narzissmus und sozial abweichendes Verhalten unterscheiden. All das ist sehr hemdsärmelig und bei späteren Varianten wird das vielleicht noch ein bisschen verändert, aber es ist eine eindrucksvolle Liste. Sprachliche Gewandtheit, oberflächlicher Charme. Das sind Leute, die einem, wenn man das auf Norddeutsch sagt, den Stuhl unterm Hintern wegreden können. Das sind die Schwerverbrecher, die die Psychiatrin um Finger wickeln und dann macht die irgendwas und dann sorgt sie dafür, dass der abhauen kann. Das ist ja passiert. Das sind Leute, wie mein Freund Otto Kernberg sagt, die versuchen einen richtig kaputt zu reden. Wenn die noch intelligent sind, was sie häufig sind, dann hat man da einen schweren Stand. Er sagt, das sind die Einzigen, die ich wirklich nicht mag. Und die haben den oberflächlichen Charme, die sprachliche Virtuosität, dann haben sie ein grandioses, übersteigertes Selbstwertgefühl und sie lügen pathologisch. Das, dahinter kommt man aber nicht, weil sie so absolut sprachlich gewandt sind, mit Charme das machen und zum Teil genau das Gegenteil von dem sagen, was man jetzt von so einem Menschen erzählen würde. Ich habe einen guten Bekannten, der aus New York kommt und der das Vergnügen hatte, Herrn Madoff kennenzulernen. Der, wie war es, 40 Milliarden Dollar, so in der Preislage. Und Herr Madoff war ein bezaubernder Mensch, der hat so viel Gutes getan, hat Millionen gestiftet und alle psychiatrisch-psychotherapeutischen Vereinigung New Yorks haben ihm ihr ganzes Geld anvertraut. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, also ich will euer Geld nicht. Wisst ihr, das ist alles riskant. Ich habe zwar kürzlich also Papiere mit 19%, was sind schon 19%? Ich warne euch, ich will euer Geld nicht. Und die haben natürlich, also so tollen Psychiater New Yorks haben ihm das Geld also vor die Füße geschmissen, weil er wusste, das ist genau das, wie man es macht. Ne? Und er hat ein Theater gespielt, unglaublich und natürlich pathologisches Lügen. Betrügen, manipulieren, verhalten, bis es nicht mehr geht. Und dieses hier, kein Schuld- und Reuegefühl, bei Herrn Madoff bestimmt nicht. Und seine Frau wollte ja auch noch kurz vor Torschluss das Teil des Geldes auch noch rausbringen. Empathie und Mitleidlosigkeit und kein Verantwortungsgefühl für eigenes Handeln. Das ist zusammen mit dem hier, aber dieses hier finden Sie natürlich auch weit außerhalb des Kittchens. Ne? Es gibt, ich will die Namen nicht nennen, berühmte deutsche Wirtschaftskapitäne,
die 100% das widerspiegeln und die auch jeder im Insider kennt, will aber den Namen nicht nennen, und denen man auch die klügsten Wirtschaftsbosse auf den Leim gegangen sind, und dann war es zu spät und dann kam auch, weiß nicht, Herr Friedmann, 30 Milliarden Euro so in der Preislage bei einem Weltunternehmen. Absoluter Psychopath im klinischen Sinne. Und warum tun die das? Sie tun es aus einem ganz tiefen Gefühl der Unsicherheit, der Unterlegenheit, die sie mit Grandiosität überspielen. Wenn man die untersucht, findet man bei vielen genau das Gegenteil von den reaktiv-impulsiven. Man sieht eine Verminderung der vegetativen Frequenzen, Reaktion, eine verminderte Amygdala-Aktivität, eine verminderte Aktivität des Empathiesystems, verminderte Reaktion auf furchtsame Gesichter und, was man findet, erstaunlicherweise eine verminderte Fähigkeit, aus negativen Erfahrungen zu lernen. Die kommen aus dem Kittchen und tun sofort wieder. Die großen Betrüger, sofort sind die wieder im Geschäft und machen, das ist ja bei diesen Fußballbetrüger, also den hat man über Jahre hinter das Kittchen, der kam raus, hat sofort wieder gemacht. Das ist ganz typisch. Warum sind Psychopathen in diesem engen klinischen Sinne, ganz grob, was findet man bei denen und warum sind sie so gefährlich? Sie haben ein sehr feines Gespür für die Schwächen und Sehnsüchte anderer. Und kein Mensch hatte ein solches Gespür mehr als Adolf Hitler. Der war völlig empathie- und mitleidlos, aber konnte die Psyche der Menschen intuitiv oder erworbenermaßen lesen wie kein anderer. Der hat mit seinen Paladinen gespielt, wenn man das nachliest. Der arme Goebbels hat immer geglaubt, der Hitler, der hält so viele Stücke auf mich, und dann war er weg und dann kam er wieder und dann waren alle Beschlüsse schon gefallen und er musste das wieder dann legitimieren. Also der Hitler hat mit diesen Leuten krankhaft gespielt, hat jeden, auch den Himmler, alle an der Nase rumgeführt, wie er nur konnte. Ob er das wirklich bewusst gemacht hat, ist eine andere Frage. Mitleid und reuelos. Und wenn man die untersucht, dann findet man nicht immer Gewalt in Form von Vernachlässigung und körperlicher Misshandlung und sexuellen Missbrauch. Das kann sein, das muss nicht sein, aber man findet fast immer Situationen der Ausgrenzung und der schweren Beschämung. Fast alle dieser Hitlers und Stalins, der Himmlers, der Goebbels, hatten Defizite körperlicher Art oder ethnischer Art. Der Hitler war kein Deutscher. Der Mao war kein Chinese. Der hat nie in seinem Leben richtig Chinesisch sprechen können. Ne? Frag mich nicht, von welcher Ethnie er kam. Er war kein Han-Chinese und hat da sehr drunter gelitten. Der Stalin war Georgier und er hat sein Leben drunter gelitten, dass er kein Russe war. Und so weiter. Das ist immer ganz typisch. Der Himmler war ein Versager sondergleichen. Der hatte einen autoritären Vater, der ihn gar nicht mal so sehr misshandelt hat, dem aber gesagt hat, du bist ein Versager, guck deinen Bruder an. Der war Frontsoldat und Himmler hätte alles darum gegeben, Frontsoldat zu werden, durfte er aber nicht. Das durfte aber später niemand wissen. Der hat Vorträge gehalten vor der SS, immer wir Frontsoldaten. Kein Mensch durfte wissen, dass der nie an der Front war und dass er sich, wenn er ins KZ kam, sich übergeben musste. Das ist dieser Zwiespalt, dass man lernt, du bist ein Versager. Der Hitler ist durch jedes Examen gefallen. Und das wird nun überhöht. Aber es kommt eine Sache hinzu, die ganz auffällig ist, auf die Otto Kernberg auch hingewiesen hat. Man findet überzufällig bei denen eine Kombination zwischen autoritärem Vater, der kann prügeln, muss nicht prügeln, und einer völlig willfährigen Mutter. Und der Hitler ist geprügelt und geprügelt und geprügelt worden vom Vater. Und beim Stalin war das genauso, bei Mao weiß ich das nicht. Und dann kommt die Mutter und sagt, ach du Guter, und hat dem alles gegeben, was die Mutter überhaupt konnte. Und dieser Zwiespalt zwischen einem autoritären, gewalttätigen Vater und einer völlig vergötternden Mutter hält eine junge Psyche offenbar nicht aus. Und dann kommt es zu diesen eruptiven Reaktionen, die man, das muss man zugeben, nicht
in letzter Weise versteht. Aber diese Unterschiede zwischen dem Psychopathen und dem reaktiv-impulsiven, die sind absolut eklatant. Deshalb findet man auch nicht im Gehirn bei den Psychopathen immer das, was man erwarten würde. Man findet meist, dass die hochintelligent sind, sind völlig normal, und da muss man schon in die Empathieregionen gehen, um zu sehen, dass die völlig mitleidlos sind. Das ist die Schwierigkeit, wenn man mit Psychopathen zu tun hat. Wichtig ist aber, dass diese Störungen sehr früh auftreten, mit 3, 4, maximal 5 Jahren. Und das berichten alle, auch vom Hitler, der war schon von Anfang an komisch. Alle berichten, der war komisch. An der Front, vorher, Kindergarten, und das von Stalin, von Mao, immer wirken die äußerst komisch, aber die gleichzeitig sind die Kameraden fasziniert von denen. Die können Dinge, die die anderen nicht können. Und klinisch gesehen handelt es sich um eine schwere Form der Persönlichkeits- und Ich-Störung. Und alle wollen sich bewusst oder unbewusst an eine Gesellschaft, die sie ausgegrenzt hat, rächen. Das ist das eigentliche Trauma. Ich fühle mich ganz klein, ich wurde so gedemütigt und will ganz groß werden. Ich muss es der Gesellschaft, der Welt am besten beweisen. Das sind die Megalomanien, die man bei den Leuten findet. Und wenn man die Biografie von Goebbels liest, dann ist das in einer solchen Perversion, dass er als Pressechef Artikel selber schreibt, die die Journale abdrucken müssen. In seinem Tagebuch schreibt er: gestern wieder großartige Artikel über mich erschienen. Fantastisch, schreibt er. Da kann man, ist er verrückt? Merkt er nicht, dass er das selbst geschrieben hat? Ich glaube, die haben das gar nicht mehr wahrgenommen. Aber das könnte man noch vertiefen.